Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder und Schwestern, in diesen Tagen der Prüfung, während die Menschheit vor der Bedrohung durch die Pandemie zittert, möchte ich allen Christen vorschlagen, gemeinsam ihre Stimme zum Himmel zu erheben. Ich lade alle Oberhäupter der Kirchen und die Führer aller christlichen Gemeinschaften sowie alle Christen der verschiedenen Konfessionen ein, den Allerhöchsten, den Allmächtigen Gott anzurufen und gleichzeitig das Gebet zu sprechen, das Jesus, unser Herr, uns gelehrt hat. Ich lade daher alle ein, es jeden Tag häufiger zu machen, aber alle zusammen, das Vaterunser am kommenden Mittwoch, den 25. März, am Mittag zu beten. Mit derselben Absicht werde ich am kommenden Freitag, dem 27. März, um 18 Uhr eine Andacht auf dem Sagrato des Petersdoms leiten, mit einem leeren Petersplatz. Von nun an lade ich alle ein, sich über die Medien geistig zu beteiligen. Wir werden das Wort Gottes hören, wir werden unsere Bittgebete erheben, wir werden das Allerheiligste Sakrament anbeten, mit dem ich am Ende den Sieg, wo wir Orbi et Heile, der mit der Möglichkeit verbunden ist, einen vollkommenen Ablass zu empfangen. Wir wollen auf die Pandemie des Virus mit der Pandemie des Gebets, des Mitgefühls und der Zärtlichkeit antworten. Lasst uns vereint bleiben. Papst Franziskus ruft alle Christen weltweit für kommenden Mittwoch zu einem Sturmgebet gegen das Coronavirus auf. Um 12 Uhr sollten sie einen Moment innehalten und ein Vaterunser beten, schlug er bei seinem Angelusgebet am Sonntag vor. Außerdem kündigte der Papst an, dass er am kommenden Freitagabend auch einen speziellen Segen, Urbi et Orbi, erteilen werde. Darum lade er alle ein, am Mittwoch, dem 25. März, mittags das Vaterunser zu beten. Wahrscheinlich meint er dabei auch die von ihm veränderte Version des Vaterunsers, aber dies nur so nebenbei. Mit derselben Absicht wolle er am kommenden Freitag um 18 Uhr ein Gebet auf dem menschenleeren Vorplatz des Petersdom leiten, fuhr der Papst fort. Hiermit lade ich alle ein, sich über die Medien geistlich daran zu beteiligen. Wir werden auf das Wort Gottes hören. Wirklich? Oder wohl eher auf das von ihm veränderte Wort Gottes? Wir werden unsere Bittgebete erheben. Und wir werden das allerheiligste Sakrament anbeten, mit dem ich am Ende den Segen Urbi et Orbi erteile, der mit der Möglichkeit verbunden ist, einen vollkommenen Ablass zu empfangen. Wir wollen auf die Pandemie des Virus mit der Universalität des Gebets antworten. Lasst uns vereint bleiben. Was ist dieses allerheiligste Sakrament, von dem er hier spricht? Nun, da ich selbst nicht katholisch bin, lasse ich es mir hier von dieser Webseite katholischglauben.info erklären. Das allerheiligste Sakrament des Altars, zu dessen Erklärung wir nun übergehen, ist in vielfacher Hinsicht das vorzüglichste unter allen Sakramenten. Es übertrifft zunächst alle anderen an Heiligkeit, denn während die anderen bloß eine heiligende Kraft besitzen, enthält dieses den, der die Heiligkeit selbst ist. Das Altarsakrament ist ferner das Ziel und die Krone der übrigen Sakramente. Es ist deren Ziel, weil die anderen Sakramente ein jedes in seiner Weise dazu bestimmt sind, uns auf die Vereinigung mit Christus im heiligsten Altarsakrament hinzulenken und vorzubereiten. Es ist die Krone der anderen. Das Interessante dabei, das lateinische Wort für Krone ist Corona. Während die übrigen Sakramente erst dann heiligende Kraft bekommen, wenn man sie empfängt, schließt dieses schon vor dem Empfang den Urheber aller Heiligkeit in sich. Es heißt Sakrament des Altars, weil es auf dem Altar vollbracht und aufbewahrt wird.
Fronleichnam, weil es den hochheiligen Leib des Herrn enthält. Das altdeutsche Wort Fronleichnam bedeutet nämlich Leib des Herrn. Wegen der Gegenwart Jesu, des allerheiligsten Gottessohnes im Sakrament des Altars, wird dasselbe auch einfach in das Allerheiligste genannt. Und nun sehen wir, dass an diesem Freitag, den 27. März, dieses allerheiligste Sakrament angebetet werden wird. Und weshalb der Aufruf zum Gebet am 25. März? Ich fand es interessant zu sehen, dass an jedem 25. des Monats das allerheiligste Sakrament, die Krone unter den Sakramenten, speziell angebetet wird. Darüber hinaus besteht seit 2005, als das Jahr der Eucharistie ausgerufen wurde, an jedem 25. des Monats die ganze Nacht die Möglichkeit zur Anbetung. Mit anderen Worten, an dem Tag, wo die, wie sie es nennen, allerheiligste Eucharistie verehrt wird, ruft Franziskus die Christenheit zum Gebet auf. Wonach zwei Tage später genau diese Krone oder Corona der Sakramente angebetet wird. Und laut diesem Artikel sind nicht nur Christen aller Denominationen dazu aufgerufen, kommenden Mittwoch zu beten, sondern alle Konfessionen sind dazu aufgerufen, sich im Gebet zu vereinen. Papst Franziskus hat beim Angelusgebet am Sonntag die Menschen aller Konfessionen und alle Christen aufgerufen, am kommenden Mittwoch um 12 Uhr gemeinsam das Vaterunser zu sprechen. Am kommenden Freitag, 27. März, wird der Papst um 18 Uhr auf dem leeren Petersplatz dafür beten, dass die Pandemie zu Ende gehe. Alle sind also dazu aufgerufen, sich an diesem Mittwoch, dem 25. März, an dem Tag des Allerheiligsten Sakraments, die noch nebenbei die Krone der Sakramente ist, und gegenwärtig haben wir es ja mit einem Coronavirus zu tun, dafür zu beten, dass die Pandemie zu Ende geht. Nun ruft er die Welt dazu auf, an diesem Tag das Vaterunser zu beten, welches er noch kurz zuvor umgeändert hatte. Kann es sein, dass das gemeinsame Gebet an diesem Mittwoch wegen der Corona-Krise die Christen noch etwas näher aneinander bringt? Wir wollen auf die Pandemie des Virus mit der Universalität des Gebets antworten. Lasst uns vereint bleiben. Die Grenzlinie zwischen den bekennenden Christen und den Gottlosen ist gegenwärtig kaum erkennbar. Glieder der Kirche lieben, was die Welt liebt und sind bereit, sich mit ihr zu vereinen. Satan ist fest entschlossen, sie zu einer Gemeinschaft zu verbinden und seine Sache dadurch zu stärken, dass er alle in die Reihen des Spiritismus treibt. Meine lieben Geschwister, kann ein Wunder einen Ungläubigen zu einem Gläubigen machen? Auf jeden Fall. Und kann eine Krise, wie die, mit der wir gegenwärtig konfrontiert sind, die Menschheit dazu bringen, im Denken und Handeln eins zu werden? Katholiken, die Wunder als Zeichen der wahren Kirche ansehen, werden durch diese wunderwirkende Macht leicht getäuscht werden. Und Protestanten, die den Schild der Wahrheit von sich geworfen haben, werden ebenfalls hintergangen. Katholiken, Protestanten und Weltmenschen werden den Schein eines gottseligen Wesens annehmen, während sie dessen Kraft verleugnen. Sie werden in dieser Vereinigung eine große Bewegung sehen, die die Welt bekehrt und die lang erwartete tausendjährige Regierung Christi ankündigt. Wie viele Menschen glauben doch der Lüge eines tausendjährigen Friedensreichs hier auf Erden? Christian Headlines berichtete vergangene Woche, religiöse Führer glauben, dass der Ausbruch des Coronavirus ein Zeichen für die Rückkehr des Messias ist. Muslimische und jüdische Führer von Israel bis Iran glauben, dass das Coronavirus ein Zeichen dafür sein könnte, dass der Messias bald kommt. Rabbi Shmuel Eliyahu sagte, vielleicht sagen uns die Muslime, wir sollen den Tempel bauen. Viele Christen und Juden glauben, dass dieses Ereignis den Messias bringen würde. Ali Reza Banaian, ein muslimischer iranischer Geistlicher, glaubt auch, dass die weltweite Pandemie den schiitischen Messias namens Mahdi oder der 12. Imam bringen wird. Die muslimische Prophezeiung sagt voraus, dass er während eines großen Umbruchs der Erde kommen würde. Andere Führer glauben, dass der Ausbruch des Coronavirus Gottes Urteil auf Erden ist, um den Weg zurück zu ihm zu bringen. Und dann heißt es noch zum Schluss,
Messianische Pastoren in Israel haben auch Anhänger aufgefordert, am Mittwoch von 13 bis 14 Uhr zu beten, um Gott um Schutz zu bitten. Meine lieben Glaubensgeschwister, wir leben in sehr spannenden Zeiten. In meinem nächsten Video erfahrt ihr, was der oder besser gesagt die Corona sonst noch mit dem katholischen Glauben zu tun hat. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen und bis bald bei Ein Licht in der Dunkelheit.